Thank you.
Thank you.
Empfängt mich hier noch immer.
Pardon, mais elle s'esquinte. Isaac, pardon, mais elle s'esquinte. Ich habe doch nicht ernstlich wehgetan. Ihre künstlichen Norm. Seinen kleinen Wandschirm zwischen ihr und mir. Niemals verwundern, wenn eine Gnaden livriert. Verzeihen Sie, man hat sich betrogen, wie es befohlen. Ich hatte diesen Morgen die Migräne. Ein gutes, saubers Kind. Ich bin auf Wurz, noch nicht ist das einzige Kind, dem man gerne 12 Häuser auf der Wiede, nebst dem Palais am Hof und seine Gesundheit soll ich die Beste sein. Mein lieber Vater, ich hab hier schon vieles gesprochen. Und mit Verlauf versignen, ich denke mir gut, adeliges Blut genug im Leib zu haben für den Zweig. Man bleibt der Schlüssel, was so ist, verbot im Balkon. Den Vortritt, wo er hier gebührt, wird man der Frau Gemahlin noch zu verschaffen wissen. Und was die Kinder anlangt, wenn sie denen die goldenen Schlüssel nicht konzidieren werden, verbänen, sie werden sich mit den 12 eisernen Schlüsseln zu den 12 Häusern auf der Wiede zu getrösten. Gewiss, oh, sehe ich dem Vetter seine Kinder geben, keine Don Quixote. Warum hinaus die Schokolade? Ruhe nur, da! Wieso denn? Wenn ich euer Gnaden bestehe, das ist es wohl für nicht der Weg. Koriander, komm sie her, servier sie seiner Liebe. Sag doch für nicht an euer Gnaden. Ich sitz im Reisewagen seit 5 Uhr früh. Ich denke, stellt es dich, bleib sich hier, mein Herz. Ich habe was zu sagen. Meine ganze Liebe, soll was ich nicht alles. Alles unten im Hof zusammen, meine Mutter Svenja. Hat sie noch ein geschmuttert? Bleib sie doch, sie ist der süße Engelschutz. Ein Zauberer steht auf die Wiege zum Beispiel.
Straße, wo wir logieren. Es ist übermorgen, wir gehen bei schönen Strom, wie dir. Bis übermorgen, und dafür Augen zu schabuzieren. Wie? Muss ich vorher den Leutigern aufführen, wie sie Tinne quatten, an die wohlgeborene Jungverbraute deportieren, der die Silberrose überbringt, nach der Reisekleider bei der heutigen Levin. Gemäß Briefe in aller Emotion getaner Bitte. Ich bin nicht so unglücklich mit dieser remotesten Subjekte und Missfallen. Oh!
Zeiten das Ohr, so viel Stunden der Tod ist keine. Geschichte schnitten. Hat mir auch schon gedacht.
Octavia, thank you.
Gitarre, dann sie verraten mir. Und vor dem Gift bin ich verstanden, denn er tat Entschluss und Herrschaft gab es nur an mich zurück, von den Osten frech und ungewinnen an Privilegien. So, wie mein Vater selig sie besessen hat. Gestatten, hochfreiherrliche Damen, die submisseste Belehrung, das eine Ohrgabe wohl vom Gatten an die Gattin, nicht aber von der Gattin an den Gatten. Bestelle und stipuliert zu werden, fähig ist. Das mag wohl sein. Das ist so. Aber im besonderen Fall die Formen und die Präskriptionen kennen keinen Unterschied. Aber ihn aber zu kennen, in Gnade, in eine schwadrige Blut des Friedens Schloss sich herab ist, die Webete eines und als Bürgerliche, man selbst an ihn hat, bin ich verstanden, hatte der Besonst zu machen vor Gott und der Welt. Und so zu sorgen, angesichts häserlicher Mord. Damit, holy, von morgen habe euch gezieme dem Geschenk dankbare Devotion für die Hingabe so ein Gutes, sehr wohl die Rede sein. Seid du, was er wolle? Nicht! Sie! Besorgen!
sein. Wer bald das wird er Thank you.
Oh!
Thank you.
Thank you.
ganze Schicklichkeit muss ausgefahren sein, bevor der silberne Musikalen hier vorfahrt. Die Niedrigkeit, die Verlassenheit, Konflikte.
sie das? Akkusibel, ich weiß wie alt. Wie alt sind sie? 17 Jahre und 2 Monate. Ich weiß mal Tausendmal. Octavian, Maria Edelreich, Bonaventura, Vermont, Erzelt. So gut weiß ich sie. Ich hab mich abgetan. Ich hab mich abgetan.
Personen vom Stand, als dass der Fürst in eigenem Mund und bei der Feinin als so zusammengezogen zu der Verwandtschaft gehört, macht die keine Widerung, ruf Rano, dass dein Vater ein Streitmacher war, befindet sich dabei in guter Kompanie. Sich haben sie dürfen. Muss immer was von herablassen dabei sein. Ich muss deine Reden sehr bewundern. Hast du wohl auf große Weltmanieren? Hättest deinen Abmassadeur vorstellen, heute oder morgen? Ich hole mir jetzt das Nadel her. Sie wird jetzt Konversation vormachen. Damit ich sehe, wie sie beschlagen ist. Eh bien, und für alles ihr seid, ihr habt den Winter fahren, sagt sie heraus, auf was sie sich heute überlegt, am meisten frei. Blutet, ja, hey! Und wohin dich? Und sie tagert nah zu mir, dann will ich erzählen, wo ich denk. Der leichte Verrabe, was wir gegen ihre Zeremonienmeister sollt hervortun, mit Lieferung und Emotion. Und wieder weg, und hab Respekt. Also gar nicht, ich bin eine Liebe. Und habe sie den Überschein, als ob er das Land besiegt. Und da wird ein Rufran Oh,
wir kommen eben auf, dass sie ganz sanft wird wissen, was sie bin zu ihr, ganz wie es im Liede heißt, kennt sie das Liede. Thank you.
sie mir zu sagen. Nun, reservier sie sich. Mein Gott, was soll ich sagen? Ihr wird mich nicht verstehen. Was werden wir ja sehen? Euer Leben muss sich halt vermelden, dass ich in seiner Angelegenheit was Wichtiges verändert hat. Verändert? Nicht, dass ihr wisst. Warum soll er es jetzt erholen? Die Fräulein. Nein, er ist nicht voll. Er weiß zu profitieren mit seiner 17 Jahre. Ich muss ihn gratulieren. Die Fräulein. Ist nur nicht. Ich sehe mich selber, muss lachen über die Fjord. Den hohen Jungen. Die Fräulein! Hey, sie ist so stumm, wohl hat ihn angestellt für ihren Advokaten. Die Fräulein! Nein, nein! Ich bin dem Mut nicht auf! Ich bin eher für mich, die Fräulein! Die Fräulein! Die Fräulein, die Fräulein, die Fräulein! Ist eine Kreuzerkomödie, wahrhaftig! Jetzt ist er sich. Such a nice thing, a night! Die Fräulein! Gott, oh Gott! Die Fräulein! Mag ihn nicht! Selber, was das Wort, Fischer lernen mich mögen. Kommen Sie da jetzt hinein, wird gleich an Ihrer Zeit die Mutter schrift zu gehen. Geht zum Vater dort hinüber, ist bereits der Erde weh. Mit Gott, er kommt hierher, jetzt mit mir, mit dem Fuchs. Ist dort ein bequemer Garten? Herr Walde, wer mir jetzt soll ich gehen? Wenn auch so meist den Tal in den Tag, wer deiner Frau für die Jungfrau brat? Mein Sohn, er hat ein ewiger Fuchs, und nur mit mir. Hey, awesome! Hey, awesome! Hey, awesome! Hey, awesome!
Yeah.
meine Dosch, meine Brünn. Hey, so sie liest, kann sie Geschriebenes lesen? Da. Schaff sie ein Schreibzeug in mein Zimmer ein, da drüben, da sie die Antwort, dann thank you.
Thank you.
kommt bei Jakonen noch weitere Befehle. Befehle nicht noch. Was ist Zimmer? Befehle Zimmer. Schaffen vielleicht, dass man sie näher hört. Im Vorsäuber ist oft die Musik. Lass ihr die Musik, wo sie ist. Was ist das für ein Fenster da? Da blieb das Fenster nur. Dort auf der Trone fällt. Die Mäcke vergoss, servier einen Mann, doch niemand nicht. Hochzeit! Servier, wird mein Kammerdiener noch ein Schenk durch selber. Versteht ihr? Die Rechnung runterdrücken. Und hey, pass auf für ihn. Was sichert hier am Artegate? Keine Kammerjungfer nicht, hier sitzt
mit seiner Unerschätzten, ein Verliebter beim
Was ist los? Ich bin
Befehl. Er hat Skandal gemacht. Ich soll es in Ordnung jetzt. Bin mit ihm wohl zufrieden. Hab gleich erhofft, dass in Wien es wieder schneller geht. Schaff mir das Pack mir vom Holz. Ich will ihn rosotieren. Er ist der Herr. Was gibt dem Herrn Befugnis? Ist er der Wirt? Alle hat er sich gefällig still und Vater, bis man ihn vernehmen wird. Wo ist der Wirt? Und nicht mit Herrn Oberkommissar des Schützes zu rekrutieren. Die Wirtschaft da, rekrutiert die Schlecht. Der Richter jetzt, Kommissar, der Herr Baron, der große Dignat. Und das frag ihn. Das ist der Herr Baron von Lerchenau. Genie, was? Hat der Person im Nahe bei, die für ihn Zeugnis geben. Gleich bei der Hand. Oh, als ein Gewehr an Italiener. Bitte, Cousin, ich weiß nichts. Ich ärgere sei Baron, geiß er noch nichts. Ich weiß von nichts. Was ist das nur? Wer ist es nur, der Falsches? Es ist der Mann, wie er es hieß. Oh mein Gott, die Ehe, die sinken! Ich bin von Maria Tat, sie steht unter meiner Protektion. Ihr selber wird bald keine Protektion zernötig haben. Wer ist das junge Ding, was mag sie hier? Ich will hoffen, dass ein gottverdammter Moschier und Verführer ist. Man könnte ihm schlecht gehen. Wie kommt er zu der Maria? Ein Katilich! Wie geht's los? Er wird, was ich da, was für eine Hand trägt, reiten ihr. Wenn ich Personen von Staub zu speisen, und dann macht mein Hof heute den Mund, ich nehme mich später vor. Noch bis drei, dann will ich wissen, wie er da zu dem jungen Bürgermann kommt. Ich will ja hoffen, dass wir seine Falschen aus Madrid unterfangen. Wird wohl kein Anstand sein bei ihm, Herr Kommissar, wenn eine Standsperson mit seiner einnehmen wird. Das wäre seine Braut. Gebe den Namen an vom Pate und zwar sie. Wenn seine Angst stimmt, mag er sich mit ihm verretirieren. Ich bin wahrhaftig nicht gewohnt in dieser Weise. Wenn es heil aussah, dann leg sie andere Seiten auf. Ist die Jungfrau Fanina, Sophiane Barbara, eheliche Tochter des wohlgeborenen Herrn von Fanina, wohnhaft am Hof im eigenen Palais. Zur Stelle! Was wird von mir gewünscht? Wie sieht er aus? Man mich vermuten nicht zu dieser Kunde in ein gemeines Beißen der Pesci zu werden. Wer hat ihn hier, den Pesci, in der Tolle? Was soll mir die Sonne fragen? Er schlieg es um. Nur ewig schien die Tür ein, denn er lässt die Botschaft. Ich soll so schnell herbei und ihm in eine Lebenslage zu sperren, in die er unbeweise geraubt ist. Wer ist der Herr? Was schafft der Herr mit ihm? Nicht von Bedeutung, ist nur sein Bekannter. Hält sich per Zufall jedoch das an. Er gibt seinen Namen an. Ich bin der Edle vom Fahn in Hall. Ja, ja, genug schon, er kennt demnach in diesem Herrn seinen Schwiegersohn. Sehr wohl, wieso soll ich ihn nicht erkennen? Leid, weil er keine Horn nicht hat. Er kennt mir wohl auch in diesem Herrn von aller Liebe seinen Schwiegervater. So, so, la, la, ja, wird schon derselbe sein. Wo hat den ganzen Abend keine Weg beinahnt? Da meinen Augen halt nicht tun, muss ihm sagen, bitte. Was in der Luft bekriegt, die Kommission. Dagegen mich an ihm die Vaterschaft und dieser den verbatten zugeschobenen Tochter geleugnet. Meine Tochter, Vater,
Herzen gibt sich für meine Tochter aus. Meine Tochter soll er auf, sitzt unten in den Tragschäst, gibt ja noch heraus. Feldmarschall.
Geistliche genommen, zu Befehl. Treib sie zum Sakra, hinten fort! Das Ganze war Hand, eine Farce, und weiter nichts. In Gornet Willens. Mon Cousin, bedeut er ihn, möchtet sie bitten. Wer? Was? Sein Gnome. Von dem Gesicht sind doch nicht mehr Abschuld. Die schöne Wange, die seine wienerische Maskerat und weiter nichts. Aha. Die wienerische Maskerat und weiter nichts. Stehen alle unter Ich hätte ihm nicht gewünscht, dass er mein Marianne in der Wirklichkeit mir hätte. Die Sie im Augen.
Octavian. Again.
weiß nicht, was euer Gnaden meinen mit ihr frohn. Ihr blass Gesicht gibt schon die rechte Antwort drauf. Mir gar kein Wunder, wenn es blass bin, euer Gnaden. Hab einen großen Schreck gelebt, mit dem ihr Vater gar nicht rede von Gerechtem. Apportement gegen den skandalösen Herrn Baron. Bin euer Gnaden in Ewigkeit verpflichtet, das mit der Euf und Aufsicht. Lass sie nur nicht zu viel. Sie ist ja hübsch genug und gegen den Herrn. Etwa eine Medizin. Ich gehe jetzt da hinein zu ihm und lad ihn ein mit mir und ihm und dem Herrn Grafen da in einem Wagen heimzufahren. Meint sie nicht, dass ihn das rekrieren wird und allbereits ein wenig munter machen. Euer Gnaden sind die Güte selbst. Und für die Blässe weiß vielleicht mein Vater da die Medizin. Gar nichts.